Während die Technik vorbereitet wird, bedanke ich mich schon bei Herrn Arnold und bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Einladung zu diesem Workshop. Das Wort digital ist heute naturgemäß mehrmals vorgekommen und doch ist etwas darüber noch nicht gesagt worden. Damit möchte ich meinen Vortrag einführen. Digital wird unmittelbar aus dem englischen Digit übernommen. Was eine Ziffer oder eine Stelle in dem Dezimalsystem bezeichnete, das der Entwicklung der Informatik zugrunde lag. Ursprünglich kommt aber digital aus dem lateinischen digitus Finger, dito auf Italienisch. Es mag überraschend klingen, dass digital einen so ausgesprochen analogen Ursprung hat. Digital und manuell sind jedoch keine Gegensätze, sondern Komponente eines vieldeutigen Begriffes. Für den Numismatiker ist diese Vieldeutigkeit jedoch nicht überraschend, sondern quasi eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur, weil Münzen handliche Objekte par excellence sind, sondern vor allem, weil das Geld von am Beginn durch eine enge Verbindung von abstrakten Kalkulationen und konkreten Transaktionen von Zählen und Zahlen geprägt war. Bereits die ersten Münzen der Geldgeschichte sind eine Lösung gewesen, um einen Wert zu objektivieren und ihm eine angreifliche Form zu geben. Es reicht aus, sich diese antike Münze anzuschauen, ein Quadrans der Römischen Republik, um diese vieldeutige Verbindung von manuellem und digitalem zu verstehen. Die dreifache Wertigkeit einer Münze als Wertmessungseinheit, als Kapitalanlage und im Laufe der Geschichte als Kulturdenkmal ist wohl zunächst der Grund, weshalb der wissenschaftliche Umgang mit Geldgeschichte einen großen Einfluss auf die Entwicklung des wissenschaftlichen Umgangs mit anderen Kulturobjekten gehabt hat. Darüber habe ich schon vor 2 Jahren einen Aufsatz geschrieben. Dieselbe Vieldeutigkeit der Münzen, ihre angeborene Digitalität sozusagen, ist aber auch der Grund, weshalb die Numismatik in erster Linie für die Anwendung formaler Methode und digitaler Denkweise ist. Mit den neuen informatischen Werkzeugen geht die Numismatik zurück ins Digitale. Das wusste auch Philipp Lederer, der 1944, kurz vor seinem Tod, für angebracht hielt, für die Schweizerische Numismatische Rundschau einen kurzen Aufsatz über das Symbol der flachen Hand zu schreiben und alle antiken Münzen zusammenzubringen, die diese Symbolik aufwiesen. Dieser renommierte Numismatiker ist auch im Münzhandel tätig gewesen, bis er, der als Jude galt, Berlin und seine 1910 gegründete Firma verlassen musste. Hier zeige ich euch die Rubrik Münzhandlungen im Berliner Adressbuch 1937, wo neben Lederer andere zwei Münzhandlungen verzeichnet sind, die jüdische Inhaber hatten. Alle drei werden bald aus den Adressbüchern verschwinden und durch neu eröffnete Münzhandlungen arischer Geschäftsführer sozusagen ersetzt. Das von Lederer ist nur eines von zahlreichen Schicksalen, die ich in meiner laufenden Dissertation Atlas der numismatischen Landschaften im Nationalsozialismus behandle. Das, worüber ich heute vortragen werde, ist aber nicht so sehr der historische Inhalt, sondern vielmehr die digitalen Implikationen meiner Dissertationarbeit. Endergebnisse präsentieren habe ich nicht, da ich planmäßig noch mehr als ein Jahr Arbeit vor mir habe. Deswegen freue ich mich ganz besonders darüber, heute hier in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften einige methodologische Fragen darzustellen, die mit meinem Atlas zusammenhängen. Auch weil ich gerne euren Rückmeldungen, Kritiken und Kooperationsvorschläge entgegensehe. Gegenstand meiner Forschung sind die Erwerbungs- und Ausstellungspolitik der Münzkabinette und die gleichzeitige Verformung des Geflechtes von Münzhändlern
und Münzexperten, die von den Nationalsozialisten aus rassistischen und wirtschaftspolitischen Überlegungen gewollt und von angepassten Museumsleuten mehr oder weniger bereitwillig unterstützt wurde. In meiner Dissertation gehe ich folglich den Fragen nach: Was haben Münzkabinette unter der totalitären Herrschaft der Nationalsozialisten gesammelt? Von wem haben sie gekauft? Welche Münzsammlungen kamen auf den Markt oder direkt ins Museum? Welche Münzexperte trugen zur Rechtfertigung der neuen Erwerbungen und der Ausstellungspolitik bei? Nach welchen gesetzlichen Maßnahmen wurden Beschlagnahmungen und Arisierungen legitimiert? Wie lange und unter welchen Bedingungen wurden Ausnahmen akzeptiert? Diese Fragen beantworte ich nicht auf dem Einzelfall basierend, sondern mit holistischem Blick auf unterschiedliche Verwicklungen zwischen Politik, Museum, Akademie und Wirtschaftsleben. Zu diesem Zweck habe ich das analytische Modell der numismatischen Landschaft entworfen, nach welchem es möglich sein wird, die an einem Ort verwachsenen Beziehungen zwischen Privatsammlern, Museen, Vereinen und Universitäten zu erfassen. Dabei, der Münzhandel spielt zwischen all diesen Instanzen die allgegenwärtige Rolle eines Vermittlers, wie das Sinnbild des Merkurs nahelegt. Dafür benutze ich folgende Notationen für Museen, Universitäten, Vereine und Firmen. Im Bereich M sind natürlich MN Münzkabinette, MK Kunst- und Kulturhistorische Museen und so weiter. Diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil selten, eigentlich nur hier in München, sind Münzkabinette autonome Einrichtungen. In der Regel sind Münzkabinette den Kunstmuseen, Museenkomplexen, Bibliotheken oder Archiven untergeordnet. Im Bereich F unterscheide ich unter FN Münzhandlungen und dann Buchhandlungen und Antiquariate, Verlage, allgemeine Auktionshäuser und so weiter. Es ist zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, ob eine Transaktion bei einer Münzhandlung stattgefunden hat oder bei einem Auktionshaus, das nur gelegentlich mit Münzen gehandelt hat, wie zum Beispiel hier in München Weinmüller. Der Fall Dorotheum in Wien ist zum Beispiel komplizierter, weil Dorotheum keine Münzhandlung war, aber eine eigene numismatische Abteilung hatte. Auch sehr wichtig ist die Beziehung zwischen Münzhandlungen und Verlagen, da manche größere Münzhandlungen wie Richmann & Company in Halle an der Saale hatten eine eigene Abteilung Verlag und das trug zu ihrem Erfolg bei. Als hier in München die größte Münzhandlung von der Person arisiert wurde, die für die arisierte Firma 10 Jahre lang Auktionskataloge angefertigt hatte, befand er sich in dieser strategischen günstigen Position, eine führende Münzhandlung und einen Verlag weiterführen zu können. Wie gehe ich voran? Nachdem ich aufgrund der Sekundärliteratur, aber vor allem der Primärliteratur und der Archivalien die numismatisch relevanten Zentren festgestellt habe, unterscheide ich aufgrund von mir festgesetzten Regeln zwischen Orten erster, zweiter und dritter Priorität. Dann untersuche ich für die Orte mit Priorität 1 die ganze numismatische Landschaft, das heißt, benutze ich sämtliche Sekundärliteratur und Archivalien über alle Akteure und ihre Korrelationen zu bestimmen. Orte erster Priorität sind Berlin, Wien, München, Dresden, Frankfurt, Halle und Gotha. Für die Orte mit Priorität 2 untersuche ich nur die einzelnen Akteure, die aus den Akten als bedeutend hervortreten. Orte zweiter Priorität sind unter anderem Braunschweig, Jena, Hamburg, Hannover, Rostock, Salzburg, Prag, Basel, Genf und Luzern. Hunderte von Orten mit Priorität 3 verzeichne ich nur auf wenigen Karten meines Atlases, und zwar meist für die geolokalisierte Darstellung der Strömungen numismatischer Sammlungen und Münzfunde.
soweit in großen Linien die Struktur meiner Untersuchung. Anhand des Forschungsstandes möchte ich jetzt auf einen problematischen Aspekt meiner Forschung eingehen, der mir gleichzeitig problematisch und vielversprechend zu sein scheint. Für dieses Problemkomplex benutze ich in meiner Methodologie das Schlagwort in absentia. Das, was ich aufgrund meiner Archivrecherche aufbaue, ist ein Katalog abwesender Gegenstände. Das heißt, irgendwie der Gegenteil von einem Katalog, der in der Regel vorhandene Objekte inventarisiert. Daher ordnet sich meine Forschung zwar in die Reihe von Untersuchungen ein, die für die Numismatik und digitale Methode anwenden, das aber auf seine eigene Art. Der andere Bereich, in welchen meine Arbeit eingebettet werden könnte, ist ebenfalls nur teilweise im Sinne meiner Forschungsinteressen entwickelt worden. Hier in München ist zum Beispiel vor allem die Wirtschaftslage und die Leistung und die Arisierungen durch Studien wie Selig 2004 und Hopp 2016 erforscht worden. Die Museumspolitik, die des Öfteren auch mit den Arisierungsverfahren für wichtiger Galerien und Münzsammlungen verwickelt war, bleibt immer noch im Schatten. Das kann mehrere Gründe haben. Erstens der fehlende Willen zum Nachforschen der NS-Provenienz. Zweitens, und das ist der Fall hier in München, der Verlust einschlägiger Archivalien. Und was für uns heute sehr wichtig ist, die Beschaffenheit numismatischer Objekte, die nicht selten massenhaft vorhanden und schwer identifizierbar sind. Diese letzte Kondition kann sowohl die politische Administration als auch den Museumsverwalter abschrecken und die Begründung zum Nachforschen quasi a priori entkräften. Hierzu muss ich aber zweierlei bemerken. Erstens ist die Aufgabe der Forscher nicht nur und auch nicht hauptsächlich, Beweise für eine Identifizierung und gegebenenfalls für eine Restitution zu liefern, sondern vor allem eine allgemeine Behandlung historischer Prozesse. Zweitens, uns geht es nicht nur um eine objektbezogene Identifizierung einer Münze oder einer Medaille, sondern vielmehr um eine aktenmäßige Rekonstruktion ihrer Transaktionen und Verlagerungen. Seien diese rechtmäßiger oder unrechtmäßiger Natur. In meinem In Absentia-Katalog muss ich Akten über und Hinweise auf Münzen und Münzsammlungen so einordnen, dass dann eventuell auch eine Konkordanz möglich sein wird. Und zwar eine Konkordanz zwischen den Atlasangaben und konkreten Objekten einerseits, worüber im Museum zum Beispiel gerade geforscht wird, und oder aktuellen Ansprüchen auf Rückgabe bestimmter Münzen andererseits, die in der NS-Zeit abhanden gekommen sind. In diesem zweiten Fall geht es auch um abwesende Objekte, die aber anwesend gewesen sind. In meinem In Absentia-Katalog geht es hingegen um Objekte, die nur erwähnt werden und nicht anwesend sein können. Es ist eine andere semiotische Ebene. Zusammenfassend, der Atlas der numismatischen Landschaften im Nationalsozialismus ist eine Art historischer Landesaufnahme der Bewegungsstrukturen von Münzsammlungen und Münzsammlern, wie sich diese Bewegungen als Folge der sogenannten Machtergreifung zu verstehen sind. Die Datenbank, die ich aufbaue, ist stricto sensu ein Katalog von Katalogen, ein Catalogus Catalogorum, durch welchen ich versuche, alle einschlägigen Katalogen und Listen formalisiert zusammenzufassen, welche Bezug auf Münzsammlungen nehmen, die in der Zeit zwischen 1933 und 1945 wissenschaftlich behandelt, kaufmännisch verhandelt oder politisch misshandelt wurden. Diese Listen, und als Liste verstehe ich nicht nur ein Inventar zahlreicher Münzen, sondern auch die Erwähnung einer einzigen Münze,
da die Nummer 1 mathematisch her betrachtet eine leere Menge ist. Also diese Listen werden von mir in vielen Repertoiren gesucht, vor allem natürlich in Archiven. Bisher habe ich europaweit in ca. 35 Archiven geforscht. Archivalien unterscheide ich unter Dokumenten, die solche Listen enthalten. Darunter fallen natürlich Inventarbücher, Erwerbungslisten, Rechnungen, Abrechnungen, Angebote seitens von Münzhandlungen oder seitens von Privatsammlern, Museen, Entwürfe für Studien und so weiter. Andere Kategorie von Dokumenten sind die Dokumente, die die Spielregel erläutern und andeuten. Als solche sind Angaben über Preise, Bezahlungen, Arten von Bezahlungen, Bewertungen von Münzen, Einwirkungen von Gesetzen über den Handel mit Münzen und so weiter. Natürlich sind diese zwei Kategorien von Dokumenten nicht scharf getrennt. Am meisten enthalten Akten sowohl Listen als auch Spielregeln. Nur als Beispiel zeige ich euch jetzt einen Briefwechsel aus dem Berliner Münzkabinett über eine Auktion. Hier wird auf eine Liste, das heißt auch in diesem Fall auf einen Auktionskatalog, Bezug genommen und werden gleichzeitig einige Spielregeln erläutert. Zunächst zeige ich den Katalog mit normierter Beschriftung und dann einen Aussatz aus dem Brief. Im Juni 1933 bittet der Direktor des Münzkabinetts den Generaldirektor darum, einem Sachverständigen Tagegeld zu bewilligen. Dieser wird für das Berliner Münzkabinett an einer Auktion in Luzern teilnehmen und versuchen, bestimmte Stücke für das Berliner Münzkabinett zu ersteigern. Aus dem Bericht des Sachverständigen entnehmen wir viele Informationen, sowohl als Liste als auch als Spielregel. Wir erfahren zum Beispiel über drei gelungene Ankäufe, aber auch über die nicht gelungenen Ankäufe. Wir haben ein partielles, aber wertvolles Bild über die Präsenz internationaler Münzhändler, wie Rato zum Beispiel aus Italien. Und wir entnehmen als Spielregel, dass im Sommer 1933 ein jüdischer Münzhändler in Luzern trotz der Zahlungssperrung mit der Schweiz bar bezahlt wurde. Eine ganze Menge von Informationen eigentlich, die ich nutzbar machen muss. Daher die Notwendigkeit, diese Informationen zu standardisieren und miteinander zu verknüpfen. Wenn ich nur eine Liste von diesen Firmen erstellen würde, die in den Akten erwähnt werden, ohne die Firmen zu standardisieren, würde ich relevante Informationen nicht komplett aufwerten können. Um diese Schwierigkeit zu verdeutlichen, können wir uns den interaktiven Katalog des Berliner Münzkabinetts anschauen. Dieses digitale Katalogisierungssystem wurde vor 10 Jahren lanciert und hat sich zu einem erfolgreichen, sehr nützlichen Tool entwickelt. Anlässlich dieses Jubiläums fand vor 2 Monaten ein Workshop über Digitalisierung von Münzen im semantischen Web statt. Da der Internetkatalog mittlerweile von vielen anderen Münzkabinetten übernommen wurde, besteht die interessante Perspektive, mit einem einzelnen Klick sämtliche Bestände durchzusuchen. Der Prozess ist aber langwierig und aufwendig. Daher hat bis heute das Berliner Münzkabinett nur ca. 31.000 der über 600.000 Objekten veröffentlichen können, woraus seine Sammlung besteht. Nichtsdestotrotz sind schon viele Portale entstanden, die diese Möglichkeit der Digitalisierung exemplarischer Stücke aufzuwerten wissen. Mir bietet dieser interaktive Katalog nicht nur viele wertvolle Informationen, sondern auch Anregungen zum Nachdenken über die Spezifizität meiner eigenen Forschungsbedürfnisse. Man kann zwar hier nach Veräußerer suchen, die Treffer aber
nicht nach Akzessiondatum filtrieren. Die Veräußerernamen sind den Zwecken dieses interaktiven Katalogs entsprechend weder standardisiert noch unterkategorisiert. Egal, ob der Veräußerer ein Münzhändler war oder ein Auktionshaus, das gelegentlich Münzen versteigert hat, wird hier unterschiedslos verzeichnet. Bisher werden in dem interaktiven Katalog des Berliner Münzkabinetts 61 Firmen als Veräußerer aufgelistet. Mein Ziel bei der Standardisierung der Firmen-ID besteht darin, Verwandtschaften kenntlich zu machen, überflüssige bzw. redundante Informationen wegzulassen und relevante Informationen mit in der Firmen-ID einzubeziehen. Die Firmen L&L Hamburger von Leopold Hamburger und die Nachfolgerfirma Leo Hamburger von seinem Sohn Leo Hamburger, die im Internetkatalog naturgemäß als zwei unterschiedliche Firmen behandelt werden, füge ich in meiner Datenbank in die einzelne Firmen-ID Hamburger zusammen, weil diese Namensänderung zu meinen Zwecken nicht relevant ist. Wenn eine Firma zum Beispiel ohne die Bezeichnung geändert zu haben von einem alten Mitarbeiter oder von einem Neuinhaber arischer Abstammung übernommen wird, was zwischen 38 und 41 gängig war, dann benutze ich eine abweichende Firmen-ID, die aber eine Spur seiner Vergangenheit trägt. Im Endeffekt beschäftige ich mich mit 89 Firmen bisher. Darunter sind 58 Münzhandlungen, die in dem Zeitraum zwischen 32 und 45 tätig gewesen sind. Diese 58 Firmen rufen sich nach meinem aktuellen Stand der Forschung auf 42 Firmenfamilien zurück, wobei ich davon überzeugt bin, dass am Ende die Zahl der Firmen größer und die Zahl der Firmenfamilien geringer sein wird, da ich vermutlich in den Firmenstammbäumen neuere Affiliationen und Ableitungen feststellen werde. Von diesen Firmen habe ich für die Zeit zwischen 1920 und 1945 ca. 400 deutschsprachige Auktionskataloge und 65 Lagerkataloge erfasst und indiziert. 160 dieser 400 Auktionskataloge sind in den 12 Jahren des Regimes veröffentlicht worden. Für Kataloge bis 1933 eine vereinfachte Erschließungstiefe, also Firmen-ID, Katalogtyp, Katalognummer, Datum, Sammlung oder Fundangabe. Für Kataloge ab 1933 greift die Erschließung tiefer mit Angabe über die Art und Umfang des Versteigerungsgutes. In den folgenden Diagrammen zeige ich vorläufige Resultate der Auktionsanalyse betreffend die Verteilung der Auktionen zwischen 1920 und 1945. Wir sehen in diesem Diagramm, dass die Stadt Frankfurt weitgehend eine führende Rolle hat. Einige Schwankungen werden dadurch erklärt, dass nach der Hyperinflation zwei Berliner und Hallenser Münzhandlungen größere Auktionen veranstalten. Danach kommt im Jahr 1934 die Tatsache, dass einige Frankfurter Münzhandlungen entweder geschlossen werden oder nach eine zweite Filiale in der Schweiz eröffnen. Und vor allem Luzern ist in dieser Zeit besonders aktiv. Dann haben wir eine besondere Entwicklung der Hansestädte Hamburg und Rostock und am Ende die Dominanz einzelner Firmen, die eine gesonderte Beobachtung benötigen. Jeder Katalog, sowie jede Liste allgemein, muss in einem zweiten Step geschlüsselt werden, um eben die Konkordanz mit konkreten Objekten oder mit erhobenen Ansprüchen zu ermöglichen.
Mein aktueller Standard für die Schlüsselung sieht vor, dass jede gelistete Münze auf diese Reihe von Abkürzungen reduziert wird. Bereich A, grundlegende physikalische Eigenschaften. Bereich B, geldgeschichtliche Übersicht. Bereich C, münzkundliche Details. Bereich D, numismatisch-ikonologische Typologie. Je kompletter und ausführlicher diese eindeutigen Angaben abgekürzt werden, desto größer die Möglichkeit, eine Konkordanz mit konkreten Münzen oder mit aktuellen Ansprüchen finden zu können. Nehmen wir an, in einem Brief geht es um einen römischen Quadrans mit dem Symbol der flachen Hand und drei Wertzeichen. So konvertiere ich diese Beschreibung in folgenden Vektor, der nichts über die Identität des Objektes sagt, sondern auf die möglichen Wege eines abwesenden Gegenstandes hinweist. Die letzte Aufgabe, damit ich von der Datenanalyse zu einer Visualisierung gelange, ist die historische Kartierung. Unter Anwendung zeitgenössischer Karten und Atlanten sowie der heutigen Geolokalisierung der betreffenden Akteure werde ich nicht nur die Kraftfelder und die Beziehungen zwischen Akteuren im sozialen Raum darstellen, sondern auch im geografischen Raum und im historischen Kontext. Abschließend zeige ich ein problematisches Beispiel von Geolokalisierung und eine mögliche Berichtigung, die das verdeutlicht, was ich unter geografischem Raum im historischen Kontext meine. Dieses Video habe ich vor 2 Jahren im NS-Dokumentationszentrum München gedreht. Diese faszinierende Installation mit interaktiven Karten von München in der NS-Zeit bietet die Möglichkeit, nach den einzelnen Firmen zu suchen. Ich habe hier gesucht, natürlich nach Otto Helbing und neben Hugo Helbing erwartungsgemäß 2 Einträge gefunden. Die erste besagt Baarer Straße 20, und das stimmt, ist die letzte Adresse der Firma vor der Realisierung. Die zweite Geolokalisierung ist aber eigentlich die Privatwohnung des letzten jüdischen Inhabers und nicht die Adresse von dem neuen arischen Inhaber oder des neuen Sitzes der Münzsammlung. In Google Earth und mit Hilfe einer zeitgenössischen Karte als Overlay zeige ich euch die richtige Lage. Hier befindet sich die Bayerische Akademie, ganz in der Nähe das Münchner Münzkabinett. Hier sehen wir die erste Adresse der Firma Otto Helbing Nachfolger. Und dann der Sitz der Firma Otto Helbing Nachfolger unter neuen Inhaber. Und dann zoomen wir out und sehen wir die Verteilung aller Münzsammlungen in München im Jahr 1932, das die Überblick im Jahr 1935, im Jahr 1938 und im Jahr 1941. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja.